Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, letzte Folge war der große Elektrik-Trick und in dieser Folge machen wir einfach damit weiter. gibt nichts Neues. Es wird gebastelt und gebaut hier. Es wird hier Atombunker 2000 wird gebaut. Ich glaube, Putin wäre stolz auf mich, wenn ich so ein Ding hier fabrizieren würde. So, also das muss raus, das hier. Das haben wir jetzt natürlich blöderweise schon zusammengetackert. Aber das konnte man ja nicht wissen, ne? Ist nicht schlimm. Ich nehme nur einen Schluck aus der Energy-Dose. Das sind übrigens vegane, kalorienarme Energy-Drinks. Die haben nur 20 Kalorien auf 500 Milliliter. Also gar nichts. Keine Kohlenhydrate drin. Null. So. Und dann würde ich ja einfach sagen, wir machen hier so die hier. Und dann nehmen wir uns da hier die Gitter. Stäbe. Stäbe mittig? Ne, Stäbe nehmen wir, ne? Und dann tängeln wir die hier so rein. Weil dann wird das ja wieder gestützt, ne? Und dann können die ja durchschießen. Ist natürlich die Frage, wie viele stellen wir hier hin? Ich hätte jetzt hier, wo sind sie denn hin, die blöden Dinger? Ich hatte die doch schon im Inventar. Da. 4 Stück hätte ich jetzt hier. Da ist auch einer immer so ein Block breit, ne? Es wäre natürlich irgendwie auch cooler, wenn die einen Block weiter vorne stehen könnten, ne? Das wäre irgendwie noch besser. Weil so verlieren die relativ viel vom Schussfeld, ne? Verlieren die Hälfte von der Einfahrt. Wenn die hier stehen würden, könnten die mehr sehen. So. Naja gut, wenn der dann hier stehen würde, dann kann der ja bis da vorne zur Ecke schießen. Also ich glaube, ich nehme noch 4 Blöcke raus. Ich würde hier schon, keine Ahnung, jede Menge von den Dingern hinstellen. Warum denn nicht? Wenn wir sie haben, dann haben wir sie. Dann können wir sie auch aufstellen. Wir müssen halt unendlich viel 9mm Munition irgendwann produzieren. So, warte, dann mache ich das hier anders. Wir könnten ja hier, könnten wir doch zumachen. Wie wäre denn, wenn wir hier die Seite doch komplett zumachen? Wir können ja hier theoretisch einen kompletten Block setzen. Also wenn wir hier eine Mauer hochziehen, eine Klingenfalle unten wegmachen, die Leiter wegmachen, machen hier einen Block drauf. Kann man ja ein bisschen stylisch so schräg machen oder so. Aber dann sieht's, dann ist es asymmetrisch, ne? Ach nee, ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Ich habe eine teuflisch gute Idee. Formkopie. Ach so, wir wollten da oben... Da wollten wir halbe Blöcke machen, ne? Könnte sein, dass das dann nicht mehr geht. Mit den halben Blöcken. Könnte sein, dass das dann ein bisschen doof aussieht. Warte mal, pass mal auf. Wir müssen mal gerade hier
Wir müssen uns mal gerade hier was reinbasteln. Ach so, hier kann ich gar nichts setzen. Hier kann ich gar keine Blöcke setzen wegen der Brücke. Ne, hier kriege ich nichts hingesetzt. Okay, ist nicht schlimm. So. Ich kann die Gitter, auch wenn wir hier einen halben Block haben, kann ich die ja trotzdem an den Block anheften. Die fallen ja deswegen nicht runter. Ach so. Okay, da müssen wir nochmal ran da an die Ecke. So. Okay, da hier müssen wir nochmal. Warte mal, ich muss das mal gerade. Müssen wir mal den hier kopieren. Ne? So, der muss noch. Der muss dahin, dahin. Und das da. Warte. Aber hier müssten wir ja was setzen können. So. Die müssen dann raus. Obwohl, warte mal, ich kann mich ja darüber bauen jetzt, ne? So. Die müssen raus, die Blöcke hier. Da war ich ein bisschen zu schnell letztens, sozusagen. Naja, sind ja nur noch drei Stück. Und dann können wir das hier nämlich zumachen. Dann hätten wir die Decke bis hierhin nämlich auch schon fertig. So, zack. 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 Formkopie. Da, guck mal, so wird ein Schuh draus, ne? Okay, hier müssen wir halt nochmal. Da müssen wir hier nochmal so machen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. So, perfekt. Nur noch 19 Stück von den Dingern. Warte mal. Pflastersteinblöcke, die hätte ich mal ein bisschen anschmeißen. Mist. Nicht so schlimm. So. Immer provisorisch ein Gerüst hier reinzimmern. Porky, der Gerüstbauer. So.
Gut. Okay. So, jetzt haben wir ja die Decke hier drin hängen. Und hier die Gitterstäbe. Die kann ich jetzt trotzdem... Die kann ich ja trotzdem hier so drunter hängen. Ne? Siehst du? Die bleiben ja trotzdem hängen. Weil die an dem oberen Block andocken. Das heißt, das geht dann trotzdem. Auch wenn der jetzt hier falsch ist. Ich wollte euch das ja nur zeigen. Ne? Hier ist halt Luft jetzt dazwischen. So, okay. Das heißt, wir können einfach hingehen und sagen, wir machen den hier drauf und da drauf. Dann nehmen wir die hier nochmal raus. Hoffentlich kracht jetzt nichts zusammen. Nö, hält. So, und dann können wir die nämlich einfach hier so dran setzen. So. Ja, 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 doch, 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 doch. So. Das hier kann alles weg. So, und dann sitzen die nämlich außen dran. Und dann passen unsere Geschütztürme nämlich weiter vor. So, jetzt können wir den nämlich da einstellen. Und dann können wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Geschütztürme hinstellen. So. Das ist doch schick. Machen wir hier Formkopie. Schon wieder 3 Fertigkeitspunkte, die wir irgendwie verteilen können. Könnte man ja mal gucken, wo man die verteilen, wa? Schatzsuche haben wir schon geskillt, weil wir nicht wussten, wohin damit. Durchbohrer, keine Ahnung, Präzisionsschütze. Ziele und lade 10% schneller nach mit Gewehren. Sprengmeister. Ist jetzt nichts dabei, so dass man halt irgendwie mehr Schießpulver herstellt, ne? Donnerbüchse, Prügelpeter, Schädelbrecher, schwere Rüstung, Packesel könnte man ausgehen. Hat man das Problem auch nicht mehr. Raufbold, Maschinengewehrschütze, Maschinengewehrschütze, ja. Schmerztolerant. Sammle mit Werkzeugen und Waffen mit einer Schneide 60% mehr Rohstoffe von Tieren. Ach so, okay. Vom Landleben haben wir oben eiserner Magen. Verliere 25% weniger Nahrung und Wasser durch physische Anstrengungen. Skillen wir das mal durch. Warum denn nicht? Schaden kann ja nichts. So. Überlege gerade, ob wir das hier vielleicht einen breiter machen sollten.
Ich glaube, das mache ich einen Dings breiter. So. Ja, die können wir ja mal aus Holz machen. Ja, warum denn nicht? So, dann müssen wir hier und da auf jeden Fall mal einen Block setzen. Und dann machen wir hier die Wand rein. Weil wir brauchen ja auch noch ein bisschen Platz, um die Elektrokabelverschaltungen und sowas alles zu setzen, ne? So, man sieht doch schon halbwegs nach was aus, das hier. Schön. Gibt doch nichts Schöneres als Blöcke setzen, ne? Ich frag mich immer, warum bei mir auf dem Kanal Minecraft nie wirklich lief. Da bist du den ganzen Tag nur am Blöcke setzen, ne? Das Spiel macht mir so ohne Ende Spaß, aber ich brauche das nicht zu Let's Playen. Weil immer wenn ich Minecraft spiele, dann versacken meine Klicks im Bodenlosen, könnte man sagen. Und dann lohnt es sich nicht. Dabei würde ich das so gerne mal spielen wieder. Ja. So. Gut. Okay, dann haben wir hier so ein bisschen was Breiteres, ne? Das heißt, uns fehlen noch 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 5 Stück fehlen uns. Wir haben natürlich noch zu Hause welche, aber ich glaube, ich schmeiß die mal an. Ich wollte sowieso mal runtergehen. Ach, weißt du was, komm her. Wie viel Beton haben wir denn noch? 600. Okay, das ist nicht mehr viel, ne? So, dann haben wir das auch mal fertig soweit. Jetzt gehen wir mal runter gucken, was hier unsere Schmieden und Gedönse und alles machen. Guck mal, die ist zum Beispiel fertig. Dann können wir die endlich mal umsetzen. Können wir die mal da hinten hinsetzen, wo sie hingehört? Na komm, heb das Ding auf. Dauert ja ewig. So, dann kann da Eisen rein. Eisen und Stahl. Zack, zack. Wir brauchen natürlich auch Lehm. Wir haben auch kein Lehm mehr, ne? So. Ach, guck mal, ist ja fast perfekt. Fast perfekt getroffen. So, ich brauche noch Kohle. Kohle. So, hier kommt nur Zement, ne?
Da ist auch noch jede Menge Stein drin. 13 Minuten. Können wir auch noch ein bisschen Kohle reinschmeißen. Ne? Warum denn nicht, ey? So. Hier war Messing. Da ist noch Lehm. Nein. Das da, hatte ich den eben nicht da reingeschmissen? Hab ich das vergessen? Wir haben keinen Messing mehr, ne? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich nehme mir jetzt hier 30.000 vom Händler. Ich die zerlege, sind da 22.000 Messing. Kann ich die Jetons auch so direkt reinschmelzen? Warte mal, wie viel gibt denn ein so ein Jeton? Da kann man irgendwie gerade nicht lesen, ne? So, jetzt haben wir 960 Messing. Gibt ein Messing. Okay. Das ist doch okay. Nur dann. Holla, die Waldfee. Raus mit der Kohle. Geil. So, ja. Raus mit der Kohle. So heißt die Folge hier. Sehr schön. Wird schon die Kohle verheizt. Hier könnten wir ja mal Blei einschmelzen, ne? Blei. Ach ja, guck mal da. Wir haben ja noch Messing-Heizkörper. Geil. So, und ich brauche so ein Schild. So eins. So. Achso, immer das Schild rechts daneben. Hier war jetzt Messing. Okay, dann brauchen wir zwei Schilder. Messing. Muss ich noch so ein Schild holen gehen. Blei. Ei, Blei, Blei, frei. Kennt ihr das noch? War ein geiler Spruch. So, das machen wir da drauf. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Geschossspitzen. Die brauchen auch Lehm. Okay, gut. Dann feuerfrei. So, was machen meine Betonmischungen? Ach, guck mal hier. Das ist ja ein Träumchen. Ist das ja. Zack, schon haben wir wieder 10.000 Beton. Hier haben wir wieder 3.000 Schießpulver. Hier haben wir wieder 3.000 Schießpulver. Oh, ist das. Das läuft hier. Das läuft. So, das, bumm. Da ist schon mal eine Druckplatte, 7 Druckplatten, da sind noch Pflastersteine. Und dann kann ich doch hier sagen, 7, 6, 2, was fehlt mir denn da? Achso, ich muss das Schießpulver noch öffnen. Huch. So, 7, 6, 2 Panzerbrechende sind 1200 Schuss. Ja, dann machen wir hier 400. 400. So. Machen hier 400. Und hier nochmal 400. Hui. Ja, da kommt schon einiges raus. Das ist doch schick. Das ist doch. Das sieht doch vernünftig aus. Wenn es so weitergeht, brauche ich mehr Werkbänke. So, wo sind denn die, wo sind denn, achso, wir brauchten ja nur 7 Druckplatten, ne? Mehr brauchten wir ja gar nicht. Aber ich muss trotzdem mal gerade, hier ist alles soweit erstmal drin, ne? Hier auch, da auch, hier auch. Da kommt noch Gedönse raus. Jeweils 1000 ungefähr, sagen wir mal. Das heißt, da kommen noch 4000 Beton raus. Hier kommen noch 2000 Schießpulver raus. Mhm.
Wir müssen bald irgendwie Ressourcen holen gehen, ne? Kommen wir nicht drum rum. Wir müssen bald mal irgendwie so richtig exzessiv Gedöns besorgen. So. Okay. Und dann machen wir die hier. Wieso kann ich denn die nicht setzen? Wollte schon gerade sagen, wieso kann ich sie denn so nicht setzen? Okay. Gut. Ratter, 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 ratter. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich glaube, ich lasse es so. Dann haben wir halt nur 6 Druckplatten. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja. Also, mein Gott, halb so schlimm. Finde ich jetzt nicht schlecht. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Maschinenpistolen, Geschütztürme. 5 Stück. Ich gehe mal nochmal runter. Ich hack mir die mal irgendwie zusammen. Maschinenpistolen, Geschützturm. Brauch auch 5 Minuten, so ein Ding. Können wir wenigstens mal einen Teil von unserem Kram hier verbauen. Wir brauchen Öl. Wir brauchen Plastik. Wir brauchen Robotik, Bewegungsmelder. Obwohl, ich kann die eigentlich alle mitnehmen, weil da werden wir noch mehr von brauchen. Dann brauchen wir Handfeuerwaffenteile. Oh, uns fehlt ein Handfeuerwaffenteil. Nee, Quatsch. Uns fehlen keine. Brauchen nur 3. Ich dachte, wir brauchen 5 pro Turm. So, und dann brauchen wir natürlich noch Stahlwaren. So, wo mache ich die jetzt am besten? Alles voll, ne? Brauche noch eine Werkbank. Brauche nur die Nägel noch und das Klebeband, dann kann ich mir noch eine Werkbank bauen. Dauert auch 4 Minuten. Ich glaube, die eine Werkbank, die würde ich mir dann hier hinstellen. Das Fax, da können wir ja nochmal rüberräumen. Und dann machen wir uns hier irgendwie noch eine einzelne Werkbank hin, weil wenn wir hier so die Automationen haben und das Zeug hier alles am Laufen ist, dass wir uns so einen kleinen Kram, den wir so zwischendurch brauchen, dass wir uns den hier herstellen können, ne? Die eine Druckplatte, die kann weg. Ne, die kommt zu Robotik. So, da sind wir die schon mal los. Wie viele Pflastersteinblöcke haben wir denn jetzt? 450. Dann mache ich die anderen auch noch. Pflastersteinblöcke da. Was? 2000? Ach, ich habe 21.000 Pflastersteine in der Tasche. Ach, du heiliger Bimbam. Nee, machen wir mal 1000, wa? So, okay. Ja, wirklich was wegräumen können wir auch nicht, ne? Brauchen irgendwie alles. Oder vieles jedenfalls. So, machen wir nochmal hier Munitionszubehör, das da rein. Haben wir noch Schießpulver übrig? Ne, aber Geschossspitzen. Dann haben wir noch ein bisschen 7,62. Wir haben ein bisschen 9mm. Dann haben wir ein bisschen hier Messingblei, hier die Magnum-Munition. Puh. Ja. Auf jeden Fall einiges zu tun.
Ja gut, aber wir haben ja wieder 10.000 Beton, ne? Auf geht's. Scheiße. Ach, das kommt davon, wenn man Stahlbarren in der Tasche hat. Wir sind direkt wieder raus. Ah, so ein Shit. Ich weiß, ich hätte ihn auch können drin lassen, hätte man können später überpinseln, aber ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht. So. Gut. Dann hätten wir das hier auch mal so weit fertig. War ja genug Arbeit, ne? Bald mal Farbe anrühren, ne? So ein bisschen. Da müssten wir bald mal Farbe anrühren. Hier fehlt auch noch irgendwie. Warte mal, da machen wir gerade hier Formkopie und das Kopie. So. Sieht nämlich sonst auch ein bisschen merkwürdig aus. So. Schon besser. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Ach so, ach, hier müssen wir noch. Moment. Hier machen wir noch so eine Schräge rein. Gab es nicht auch so ein Treppenfüller-Dingsbums-Teil da? Ach, dann hätte ich müssen die hier nehmen, ne? Könnten wir eigentlich machen. Die sehen ein bisschen schicker aus. Nehme nicht ganz so viel Platz weg. Also die hier. Ach, ich nehme die mal. Ach, Mann. Mann, jetzt drücke ich wieder sämtlichen Mist, den ich nicht drücken will. Den. Wir haben ja eine gute Stahlaxt. Sehr schnell rausgekloppt, die blöde Holztreppe. So, jetzt haue ich das Stück Holz hier weg und dann bricht der ganze Bunker in sich zusammen. Achso, da hat man da oben so eine Lücke. Na ja, gut, ist nicht so schlimm. Nicht so dramatisch. So, und dann gibt es dafür, gibt es doch hier so ein Kohlestufen Metallgeländer Füller rechts. Den hier. Rampe, Neigung, Füller. So. Ja, wenn wir natürlich hingegangen wären und hätten hier einen halben Block als Decke genommen, dann wäre das besser ausgegangen mit der Treppe hier oben. Dann hätten wir hier die Lücke nicht gehabt. Finde ich aber nicht so schlimm.
Ist nicht so dramatisch. So, okay. Dann muss ja hier noch eine Decke rein. Die würde ich dann vielleicht tatsächlich sogar einen Block höher setzen. So. Dann machen wir hier nochmal Würfelchen, ne? So. So, können wir die erstmal zusammentackern. Und dann müssen wir auf der Seite hier den einen da auch noch wegnehmen. Ach, guck mal. Er kommt tatsächlich reingelaufen. Dir quillt da was aus dem Auge. Wollte ich nur mal anmerken. Versuchen schon wieder da rein zu buddeln, ne? Das gibt's nicht. Der sitzt da oben und buddelt da oben auf der Erde rum. Und vorne steht wieder einer und weiß nichts mit sich anzufangen. Dass die nicht hier reinkommen. Irgendwie wie verhext, ne? So. Okay. Das wären dann 9 Stück, ne? Wir brauchen auf jeden Fall dann hier Elektrokabel Verschaltungsdinger. Ich würde sagen, wir machen einen hier hin und einen hier hin. Ich gehe mal runter gucken. Ja, es kann doch nicht sein. Wie bescheuert sind die denn? Ja, dann fällt sie mir hier vor das Auto. So, und er hier oben. Guck mal hier, die buddeln hier rum. Was soll das denn hier? Wenn das so weitergeht, dann tue ich den ganzen Berg einbetonieren, von außen. Warum laufe ich eigentlich über diesen Scheiß? Steg, wenn hier die Zugbrücke runter ist. Weiß ich auch nicht so genau, ne? Ist keine Ahnung, mach ich einfach so. Macht der Gewohnheit. So, okay. Jetzt könnten wir ja theoretisch nochmal sagen, wir machen hier nochmal so Gewölbedingsbums hin, ne? Wollen wir das machen? Könnten wir eigentlich machen. So. Ja, wo waren die? Das da, Gewölbe 02, Gewölbe 01. Wo ist denn der Unterschied zwischen den zwei?
Gibt's da überhaupt einen Unterschied? Weiß ich nicht. So, wenn wir jetzt den so hier drunter setzen würden, würde das nach was aussehen? Boah, ich mache einfach. Wird schon gut aussehen. So. Und hier. Ja, hier müssen wir mal gucken. Wir müssen hier auf jeden Fall noch so ein bisschen hier das Dings wegmachen, ne? Gerade hier nochmal den. So. Okay. Und dann brauchen wir hier eine Schräge drin. Einfach hier so 45 Grad Schräge. Vielleicht ab da. Das ist ein bisschen knapp. Eins weiter zurück. Jo, das geht doch schon. Können wir da natürlich keinen. Jetzt können wir hier, wenn wir hier so einen ganzen Block reinsetzen. Ist dann halt nicht perfekt da an der Stelle. Ansonsten hätte ich müssen. Ich weiß nicht, wie hätte man das denn sonst machen können? Man könnte das eins komplett zurücksetzen. Man könnte das hier rausnehmen und einen Block nach hinten versetzen. Boah, ey, das kann doch echt nicht dein Ernst sein da draußen. Steht da oben und kloppt hier auf dem Berg rum. Ich glaube, ich lasse es so. So. Ja, warum denn nicht? Ansonsten hätte man müssen das hier nochmal zurück versetzen. Dann müsste man aber auch die Treppe noch eins zurück versetzen. Dann wird die Treppe direkt hier anfangen. Also machbar wäre es. Ach, kann ruhig mal ein bisschen was anders gebaut sein. Muss nicht alles hundertprozentig sein. Mut zur Lücke, sag ich mal. Okay. So. Dann, wir haben die Werkbank fertig. Dann könnten wir die mal aufstellen gehen. Jetzt habe ich die Werkbank fertig. Ich weiß aber gar nicht mehr, was ich an der Werkbank herstellen wollte, ehrlich gesagt. Wo ist sie denn? Da. So, was wollten wir da machen? Ach, die Maschinenpistolen, Geschütztürme, ne? Deswegen hat man nämlich auch die Stahlbarren in der Tasche. Maschinenpistolen, Geschütztürme, 8.
Weil wir brauchen 5, ne? Machen wir mal 5. So, okay, gut. Dann haben wir ja heute wieder einiges geschafft. Sind wieder ein gutes Stück weitergekommen. Finde ich klasse. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Oh, ich habe schon wieder Stahl drauf getackert. Ah, ich muss die Dinger hier rausnehmen. Echt. Ich hasse das. Wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder und dann kümmern wir uns hier um den Stahlblock. Und basteln weiter. Tag 69, also ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Einen Tag haben wir noch, können wir noch hier rumbauen. Und dann müssen wir uns auch wieder auf die Feralnacht vorbereiten, so langsam. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.